Herzlich willkommen, liebe Fabelwesen-Freunde. Ich bin Gloria von Eulenstein und führe euch nun durch die wundersame Scheune von Frederick Findlay Fabulous, den fabelhaften Zauberer. Aber als erstes möchte ich euch ein paar wichtige Informationen geben. Bitte teilt euch nun in zwei Reihen auf, pro Reihe je zwei Personen und maximal vier Personen pro Sofa. Zieht die Sicherheitsbügel selbstständig an eure Körper ran. Die Arme und Beine dürfen während der Fahrt nicht herausgestreckt werden. Bitte nichts anfassen und auf gar keinen Fall darf geraucht werden. Wir werden uns jetzt auf eine wundersame Reise begeben, die euch den Rauch aus der Nase zieht. Huch, nun wäre ich beinahe von der Stange gekippt. Ich glaube, Fabulous hat uns versehentlich verzaubert. Seid mal leise, Freundin. Höre ich da etwa schon Fabulous Mäuse? Tatsächlich, das sind ja alle Mäuse, Freunde. Und jeder von ihnen hat sein eigenes Häuschen. Passt doch eure Käsefüße auf, die mögen sie besonders gerne. Ui, hier wird es aber ländlich. Ach du meine Güte, seht euch das an. Ist das da oben auf dem Schiff nur etwa Wolf? Ui, stopp! Wenn da ein Fabulous hintersteckt, der ganze Oberreiter wird mir ja ganz schwindelig. Ach, seht nur! Franz, der balancierende Drache. Ob ihm wohl auch schwindelig ist? Waschzuber. Der hat es aber wirklich nötig. Ich glaube, da klopft jemand an der Toilette zu. Ach du liebe Zeit, der hat doch nicht etwa gepupert. Oh Freunde, festhalten. Die Tür ist putzig. Da ist ein Nest lauter Eier. Da kommt ja Rauch aus Werners Nase. Der will doch nicht etwa das Stroh anzünden. Versteckt er dich, als würden wir ihn nicht sehen können. Anton ist so ein Witzbold. Oh, da guckt ja Kelly, die Drachenmama, durchs Fenster. Sag mal alle ganz laut, hallo Kelly. Hui, jetzt wird es ein wenig ruhiger. Hört mal, Freunde, das Läuten, das ist ja wie Weihnachten. Ach nein, der Weltraum hat so herumgetollt, dass die ganze Weihnachtsdeko durcheinander geraten und überall verstreut ist. Ach, ist das alles aufregend. Nun sieh mal einer an. Fabulous und Richard beim Tee trinken. Da hätte ich ja lang besuchen können. Dieser Lümmel. Ob John die Weihnachtskugeln von alle wieder aufsammeln muss? Freunde, seid mal ganz, ganz leise. Jetzt kommt die Drachenwippe. Da flattert was. Das können ja nur die Drachen sein. Wenn es so Spaß gibt, dann sind alle hier vereint. Ausgestiegen, das ist doch völlig klar. Tschüssi!